Wir haben voriges Mal mit Al-Ajurrumiyya angefangen. Ich hoffe, dass ihr das lernt, was wir hier machen. Spezifisch für die Leute, die nach Wissen suchen. Und du brauchst die arabische Sprache. Schaut mal, ein Da'ya, einer, der zum Islam ruft, ein Alim, ein Sheikh, der arabische Sprache nicht beherrscht, ist kein Alim und kein Da'ya und kein Sheikh. Weil ohne arabische Sprache man den Koran nicht verstehen kann. Man kann nicht wissen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Da ist man immer angewiesen auf andere. Und wenn jemand zum Beispiel Fehler in der Übersetzung, ich sage nicht absichtlich, aber wenn jemand Fehler in der Übersetzung macht, dann lernt man falsch. Auch wenn man selber Arabisch kann, und da kann man beherrschen, da kann man auch verstehen und besser lesen, und da bist du auch selbstständig. Das heißt, dass du auch von den Büchern was lesen kannst und dann fragen. Immer du brauchst Verständnis, immer du brauchst zu lernen, aber trotzdem. Khair. Barakallahu fikum, der Autor von Al-Ajurrumiyya, der heißt Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji. Das ist wichtig, As-Sanhaji. Und seine Betitlung war Ibn Ajurrum. Ibn Ajurrum. Und von hier kommt diese Ajurrumiyya. Er wurde im Jahre 672 geboren und er starb im Jahre 723. Das ist so in der Zeit von Ibn al-Qayyim, Sheikh al-Islam Taymiyyah. Okay. Da weiß man nicht viel von ihm. Ich meine, seine Geschichte und so, das wissen wir nicht viel über ihn. Aber wir wissen, dass er das geschrieben hat und das ist schön. Der hat angefangen, der hat gesagt, Al-Kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Das haben wir voriges Mal genommen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und zwar hier, Al-Kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Kalam, Sprache, ist eine zusammengesetzte bzw. kombinierte, vollständige, sinnvolle Äußerung bzw. Artikulation in arabischer Sprache. In der arabischen Sprache. Das bedeutet, wenn du so machst, eine Bewegung machst, dann ist das kein Kalam. Das ist keine Sprache. Und hier, wir haben Nahawiyin und wir haben Lughawiyin. Wir reden hier über Nahu, das ist Grammatik. Grammatik sprechen wir. Und in der arabischen Grammatik, bei Grammatika, ist die Sache so. Sprache ist etwas, was zusammengesetzt ist, was nützlich ist, was arabisch ist und was ausgesprochen wird. Eine Bewegung ist nicht. Aber bei Lughawiyin, als Körpersprache auch nicht. Das geht nicht. Das ist bei Lughawiyin. Das ist bei Phonetika. Wir haben Phonetika, wir haben Grammatika in der arabischen Sprache. Und bei Grammatikern ist die Sache so. Das wird, du sagst zum Beispiel, wenn du sagst nur Ila, das ist keine Sprache für sie. Weil das nützlich, nicht nützlich ist. Zu. Was ist zu? Aber wenn du sagst zu Hause, dann ist das Sprache, weil das nützlich ist, weil das auch kombiniert ist und so weiter. Und dann haben wir, barakallahu fikum, Beispiele genommen, wie zum Beispiel Zahaba ila al-bayt, Zahaba ila al-bayt, Zahaba ila al-bayt. Zahaba bedeutet ging ila nach Al-Bayt Hause. Und Zahaba ist hier, das ist er. Er ging nach Hause. Das ist ein Satz in der arabischen Sprache. Dann sagte der Autor, rahimahullah ta'ala, وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَ إِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنَى. Das wird, die arabische Sprache hat drei Arten, die drei Teile, Ism, Fi'l, Harf. Ism ist Nomen, Fi'l ist Verb und Harf Partikel.
Und die drei Teile Ism, Fi'l und Harf sind die verschiedenen Wortarten, aus denen sich die Sprache und somit auch die Sätze zusammensetzen. Beispiele: Zahaba ila al-Bayti, Zahabtu ila Medinati Berlin, nicht ila al-Medinati. Qara'tu al-Kitaba, ich habe das Buch gelesen oder ich las das Buch. الطالب يدرس العربية. Der Student oder der Schüler lernt die arabische Sprache. Das ist barakallahu fikum. Das sind arabische Sprache und Kalam in der arabischen Sprache. Und dann fangen wir heute mit dem Nomen الاسم. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من إلى عن على في رب الباء الكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Ein اسم نومن كان anhand von خفض zum Beispiel nominal Präpositionen, تنوين نوناتيون und dem Anfügen des Artikels al erkannt werden. Die Huruf von Al-Khafd, Partikel von Khafd, Propositionen, sind min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, wa kaf. Und Partikel der Beschwörung, diese sind ta, ba und wau. Ein Ism ist ein Wort, das eine Bedeutung in sich trägt und unabhängig von der Zeit der Aussprache ist. Des Weiteren lässt sich ein Ism im Deutschen mit Nomen bzw. Nennwörtern und mit deren Untergruppen wie Substantiven bzw. Dingwörtern oder auch Adjektiven bzw. Beschreibungswörtern vergleichen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie etwas benennen, zum Beispiel einen Namen, einen Gegenstand oder ein Konzept, wobei der zugehörige Sinn ohne weitere Zusätze erkennbar sein muss. Ein Nomen hat keine Verbindung mit der Zeit. Dies ist ausschließlich den Verben vorbehalten. Ein Zeichen einer Wortart kann nie auch ein Zeichen einer der anderen beiden Wortarten sein. Zum Beispiel kann ein Zeichen eines Ism nie auch ein Zeichen von Fi'l oder Harf sein. So ist zum Beispiel Min ein Zeichen von Ism, da nach einem Min nur ein Ism kommt, aber kein Fi'l und Harf stehen darf. Ein Min, das wird von vor einem Fi'l oder Harf würde im arabischen Kontext beim Sinn ergeben, ähnlich wie im Deutschen gehen Auto in, keinen Sinn ergibt. Beispiele: Yusuf, mein Name, schön, Jamil, Deutschland, Almania, Salah, Gebet. Beispiel, مثل, أو مثل, Arbeit, العمل, في مسجد, in der Moschee, والله, bei Allah. Das sagt er hier, der Autor, rahimahullah ta'ala, damit ihr etwas versteht. Jetzt komme ich mit meinen Wörtern. Ich, Ausländer, Baustellen, Deutsch. Die Sprache hat und verschiedene Teile. Wie in der deutschen Sprache, du hast Verb und du hast Nomen, du hast Adjektiv, du hast solche Adverb, Adjektiv, Propositionen, verschiedene sage ich, Sätze, verschiedene zusammen, sage ich jetzt, kombinierte Wörter und Sätze. In der arabischen Sprache, wir haben für die Wörter, die wir in der arabischen Sprache haben, wir haben drei Teile. Es gibt nicht vier und nicht fünf. Du hast ein Nomen, den nennt man Ism. Ein Verb, das nennen wir Fi'l. Fi'l. So.
Und du hast ein Partikel, das heißt Harf. Diese drei Teile in der arabischen Sprache sind nur, die wir haben in der arabischen. Alles andere gibt es nicht, von Wörtern jetzt. Aber du hast noch Buchstaben. Die Buchstaben, die sind, barakallahu fikum, die zusammen, die Nomen und Verbe und Partikel, die sind zusammengesetzt von Buchstaben. Deshalb, der sagt, wa harf, dann sagt er, harf von ja'ali ma'na. Das wird nicht die normalen Bausteine von Buchstaben, sondern die Partikel von den Buchstaben. Na. Nein, zu Ism. Ja. Unter Nomen gibt es verschiedene Gruppen. Unter Verben verschiedene Gruppen und unter Partikel, Harf verschiedene Gruppen. Jetzt wir reden aber über die Grundlage erstmal, die Grundlage. Das heißt, wenn ich in der arabischen Sprache sage, welche Teile, welche Arten hat die arabische Sprache von Wörtern? Die Wörter in der arabischen Sprache, die sind drei. Ism, Fa'l, Harf. Es gibt nicht mehr. Jetzt, wie kann ich wissen, dass etwas Nomen ist? Meine, wie kann ich unterscheiden? Jetzt, ich gebe euch Beispiele. Zum Beispiel, ich sage, Zahaba. Zahaba ist Nomen, Ism oder Harf oder Fa'l? Na, Fa'l. Wie haben wir gewusst, dass es Fa'l ist? Das hat nicht mehr Grund. Ja, okay, da schreibe ich dir jetzt. Ma. Grundform. Was ist das? Nein. Also, weil man das tut. Weil man Tat drin hat. Ja. Richtig, Tat. Ja, und damit du unterscheiden kannst zwischen Fa'l und Harf und Ism, dann gibt es, barakallahu fikum, dann gibt es sozusagen Merkmale, Merkmale für Verb, für Ism, Nomen und vier Harf. Diese Merkmale lernen wir. Auch wenn du am Anfang auswendig lernst, kein Problem, später verstehst du das. Das ist das Gleiche, als man uns beigebracht hat, der, die, das. Dass man uns gesagt hat, das Mädchen. Also, was ist das Mädchen? Mädchen ist doch eine Frau. Die Mädchen. Sagt, nein, das ist Plural. Die Wand. Ich sage, der Wand. Die Wand. Das ist die Sache. Du musst so lernen. Jetzt ein Deutscher zum Beispiel, der hat das automatisch im Sinne. Nicht alle natürlich, aber weil die meisten keinen Sinne haben. Auf jeden Fall, aber allgemein. Das ist die Sache. Der hat das schon, aber bei uns, wir lernen das. Und das ist das Gleiche auch. Ein Araber vielleicht hört er bestimmte Wörter, die kann nicht unterscheiden zwischen Fa'l und Ism manchmal auch. Weil die arabische Sprache sehr Reichtum ist, barakallahu fikum, so weit. Deshalb, was ist ein Ism? Im Arabischen. Das ist ein Wort, was in sich, was ist in sich eine Bedeutung hat. Das heißt, wenn ein Wort in sich keine Bedeutung hat, dann ist es kein Nomen mehr. Zum Beispiel Boroboro. Was ist Boroboro? Djanga Djanga. Nee, Bunga Bunga ist von Berlusconi. Zanga Zanga hat eine. Zanga bedeutet ein kleiner Weg. Das bedeutet Boroboro, Shoroshoro, Korokoro. Das gibt keinen Sinn. Das hat keinen Sinn in der arabischen Sprache. Aber etwas, was Sinn hat. Zum Beispiel, wenn du sagst Jamil. Jamil bedeutet schön. Das bedeutet, das ist ein Wort, das hat ein Sinn in sich. Das hat eine Bedeutung in sich. Das ist schön. Okay? Aber was ist der Unterschied zwischen ihr Ism und Fa'l? Damit der Unterschied klar wird. Ism ja'a lima'na fi nafsihi, in sich hat das eine Bedeutung und ist unabhängig von der Zeit der Sprache. Pass auf, wenn du sagst, er ging, er geht, es gibt ein Tat,
was man tut. Und diese beiden ging ist Präteritum, das hat mit der Zeit zu tun. Er sagt, er ging, das wird früher. Er geht jetzt, er wird gehen später. Aber wenn du sagst zum Beispiel schön, schön hat mit der Zeit nichts zu tun. Früher sagst du schön, jetzt sagst du schön und später wirst du schön sagen. Weil das Wort die Bedeutung schön ist. Und deshalb sagt man, das ist ein Wort, was in sich eine Bedeutung hat und mit der Zeit der Sprache nichts zu tun hat. Das ist kein zeitabhängig. Da sagt man nicht das Wort Zeit. Das Wort Zeit an sich selbst, das heißt Zeit. Das ist auch Nomen. Aber wenn du das sprichst, was sind die dann die Barakallahu fikum, die Merkmale? Das ist Al-Khaft. Was ist Al-Khaft, Barakallahu fikum, in der arabischen Sprache? Das kommt, Al-Khaft, das geht von unten. Und das ist bei uns in der Sprache, wir haben Fetha, Kasra und Dhamma. Diese Kasra ist das Zeichen von Al-Khaft. Al-Khaft, das bedeutet, wenn du am Ende des Wortes ein E hast, diese E, Kasra. Das bedeutet, ein Verb kommt niemals mit Kasra. Niemals. Okay? Es gibt kein Verb, da sagst du zum Beispiel Zahabi oder Akali. Gibt's nicht. Das ist das Erste. Dies nennt man Genitiv hier meistens. Dann Barakallahu fikum At-Tanwin. At-Tanwin, das ist Nunation. Das ist diese An, On, En. Ein Verb hat niemals Tanwin in der arabischen Sprache. Du kannst nicht sagen Meshaun, Zahabun. Wenn du Zahabun sagst, das wird Gold. Aber Verb wird niemals. At-Tanwin, was ist At-Tanwin? At-Tanwin, das ist ein Nun, was man ausspricht, aber nicht schreibt. Und anstatt nicht schreiben, da macht man zwei Fatha, zwei Kasra, zwei Dhamma. Dann Barakallahu fikum, Dukhulul Alifi wal Lam. Im Arabischen haben wir Al, das ist Artikel bei uns. Adat und Ta'rif heißt das. Das ist Artikel. Und bei einem Verb gibt es niemals Al. Du kannst nicht sagen zum Beispiel Al-Masha. Al-Akal. Geht nicht. Geht nicht. Deshalb, Al kommt immer bei Nomen. Das heißt, wenn du etwas liest jetzt und da gibst, dann machen wir ja nachher. Und dann, Barakallahu fikum, Propositionen. Präpositionen. Und das sind wie folgt. Min. Ila. An. Ala. Min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Das sind 9. Die sind Präpositionen in der arabischen Sprache. Min. Ja, diese Propositionen, die sind verbunden mit dem Ism, mit dem Nomen. Die sind Partikel alle, aber die sind verbunden mit dem Nomen. Die kommen nicht mit Verb. Du kannst nicht sagen, fi dhahaba. Verstehst du? Du kannst nicht sagen, ila waqa'a. Geht nicht. Das ist das Gleiche, wenn du sagst, mein Bauch tut dir weh. Oder ich komme, du gehen. Das ist das Gleiche hier. Es geht nicht, verstehst du? Min, das bedeutet von, ila bis, fi in, an, auch von, ala, auf, rubba, vielleicht. Okay. B, mit. Kaf, wie. La, für. Baqa'an, schubt nankul.
von über La, über das Ala. Auf jeden Fall diese, und dann kommen Barakallahu fikum Beschwörungspartikel. Das bedeutet in der deutschen Sprache, wenn du schwörst, bei, du sagst, ich schwöre bei. Diese bei, bei uns haben wir drei Buchstaben. Das ist Wow, Ba und Ta. Du sagst Wallahi, Wallahi, Billahi, Ta'allahi. So schwörst du im Arabisch. Wallahi, Billahi, Ta'allahi. Und er lügt. Wallahi al-Azim. Ich habe das selber erlebt, wie einer bei mir schwört. Sagt, Wallahi, Billahi. Und der lügt offensichtlich. Ich habe ihm gesagt, Mashallah, du hast die drei Partikel von Qasam benutzt. Mashallah, grammatisch. Der war kein Araber. Das bedeutet, wenn diese mit einem Wort zusammenkommen, dann ist dieses Wort, wenn das eine Bedeutung in sich hat, wenn das mit der Zeit unabhängig ist und wenn diese Merkmale treffen, dann heißt das, dieses Wort ist ein Ism. Dieses Wort ist ein Ism. Jetzt machen wir. Was steht hier oben? Akhbar. Al-Yawm. Was ist Al-Yawm? Ist das Verb oder was ist das? Naam, Yasser. Nomen, richtig, Ism. Warum? Weil Al steht davor. Richtig, weil Al steht davor. Deshalb, das ist Ism. Okay, Akhbar. Ism. Warum? Du kannst sagen Akhbaron, richtig? Und du kannst sagen Al-Akhbar, richtig? Taib. Hier. Dies Wort. Ah, dies. Du. Shariat, Allah yadik. Du. Ja. Tifl. Was ist Tifl? Nomen, Verb, Partikel. Ism. Warum? Weil kann man da Tiflun oder... Kann man Tiflun? At-Tiflu. At-Tiflu, richtig. Toib, okay, jetzt. Benjamin. Akala. Akala, was ist Akala? Essen. La, Akl ist Essen. Das ist Akala. Was ist Nomen oder Verb oder Partikel? Er hat gegessen. Ja, ist es, was ist das dann? Verb? Verb. Okay, warum Verb? Zeitlich, weil es heißt. Weil das eine Tat ist, mit der Zeit verbunden ist. Richtig. Taib. Hussein. Was war das? Er ist angekommen. Ja. Das ist ein Verb, weil das mit einer... Weil das in sich eine Bedeutung hat und mit der Zeit verbunden ist. Ist das, was ist das von Zeit? Das ist Vergangenheit. Vergangenheit, deshalb man nennt das Fi'l? Madi. Madi, Mudara ist jetzt. Und so, Barakallahu fikum, deshalb sollte man diese Zeichen für Nomen lernen, damit man weiß, du liest jetzt etwas, du weißt, aha, das kommt min davor oder das kommt an danach, deshalb ist die Sache so. Was ist hier, was steht hier? Wer liest? Ittifaq. Ja, weiter. Faransi, Ameriki, ala, Mu'aqabati, al-As. Das Wort Mu'aqabati, hier, Mu'aqabati. Ist das Nomen oder Verb oder Partikel? Ism, Fi'l, Harf, was ist das? Das ist ein Ism, weil das Cluster bekommt und davor ist Ala. Richtig! Weil Mu'aqabati ist Kasra und davor kommt Ala. Das ist ein Partikel, Proposition, deshalb ist das Ism. Sehr gut. Taib, Faransi, bitte. Ism. Ism, warum? Weil man da
Al-Faransiyun oder? Al-Faransi. Richtig. Jetzt. Al-Asad. Khanzir, richtig. Al-Asad ist Verb oder Partikel oder minderwertig. Naham. Essen, warum? Weil man Al vorsitzt. Richtig. طيب, hier. Lam Ya'ud. Was ist Ya'ud? Yahud. Nicht Yahud, Ya'ud. Ya'indal. Ya'ud. Naam. Bitte. Verben. Verb, warum? Sitzen. Er sitzt, ich sitze, sie sitzt. Wak Ya'ud, Allah yedik, Ya'ud. Amin. Ya'ud ist nicht sitzen. Ya'ud ist sitzen. Warum ist Ya'ud hier kein Nomen? Kannst du Alef und Lam machen? Nein. Kannst du sagen Ya'di? Nein. Kann man sagen Min Ya'di? Nein. Deshalb, barakallahu fikum, das ist ein Verb, weil das auch mit Tat verbunden ist. طيب. لم يعد هناك مجال لإنكار استخدام السلاح الكيماوي في سوريا. سوريا, was ist das? Ramos. Ism. Ism, warum? Suriya. Suriya, ja, das geht. Richtig. Suriya, ja, darba kulli thair. طيب, jetzt hier. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي الكافر. Laurent Fabius. Shibiawi. من جانبه. Was ist من جانبه? من, was ist من? نعم. Particle, preposition. جانبه. Ist ein Ism, weil من, also Partikel steht vor dem. Richtig. Und so ist das. Ist das? Putin. Moskau satadam Dimashq hala tadakhul askari. Moskau wird Damaskus unterstützen, wenn die Amerikaner schlagen. Naja, die lassen, kein Problem. Auf jeden Fall. Barakallahu fikum, zakum lachen. Ich hoffe, dass ihr das lernt nochmal hier. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Hinter mir lesen bitte. Fal ismu. Nochmal. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى عن وعلى عن وعلى في ورب الباء والكاف واللام وحروف القسم وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Das heißt, wenn das Kasra hat, wenn Tanwin Nunation hat, wenn Alef und Lam am Ende ist, wenn Präpositionen oder Beschwörungspartikel davor kommen, dann ist dieses Wort, wenn das in sich eine Bedeutung hat und mit der Zeit keine Tat drin hat und mit der Zeit nicht verbunden ist, dann ist das ein Nomen. Und zum Beispiel, wenn einer Jahresmonat ist, Nomen, auch Nomen. Ja, aber das hat nicht mit sich ein Wort als Tat. Zum Beispiel, wenn du sagst Winter. Da ist das, was ist Winter. Winter ist im Sommer Winter. Ich meine, überall ist es Winter. Das Wort bleibt das gleiche. Aber wenn sagst du, es schneite oder es schneit oder es wird schneien. Das ist damit gemeint. Habe ich erklärt.